Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, wir haben den fiesen Gegner vor uns. Ich hatte schon wieder ganz vergessen. Ich starte das Spiel und dachte mir so, wo bist du denn stehen geblieben? Ja, genau hier. Ich bin mal gespannt, ob wir das gemanagt kriegen. Eigentlich war der letzte Versuch ja relativ knapp. So, wir kümmern uns jetzt aber definitiv erstmal um die anderen Typen. Müssen wir mal schauen, was macht der Blitzschlag? Ach, das hätte nicht sein müssen. So. Ja, also wir kümmern uns erstmal um die ganzen anderen kleinen Typen hier. Bin gerade bloß nicht unbedingt gut darin. Muss mir auch erstmal wieder reinkommen, ein bisschen ins Spiel, wie das immer so ist. Oh, oh, wir haben gut Damage bekommen. Nee, wir müssen wegrennen. Wir können uns... Nein. Verschwinde. Wir müssen halt auch immer mal ein bisschen gucken, was der Typ gerade so vorhat. Damit hier nicht auf einmal seine komische Fähigkeit rüberkommt und uns trifft, die halt echt heftig ist. So, jetzt können wir uns erstmal um euch kümmern. Jetzt machen wir mal noch diesen. Ja, okay. Blitzschlag kommt. Ah, shit, shit. Nein, 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 nein. Ah, Gott. Mann, Mann, Mann. Das war fies. Voll in die Ecke gedrängt. Nein. Ich brauche Leben, ich brauche Leben, ich brauche Leben. Ich habe Leben. Sehr gut. So, zwei sind hier unten noch. Ach, hau doch mal ab mit deiner Scheiße. Ja, jetzt kriegen wir hier... Mann. Das ist aber auch fies, ne? Ich musste schießen, sonst wären wir gestorben. Und dann kommt er wieder mit seinem Blitzschlag um die Ecke. Ich würde das aber ganz gerne auf der Weltstufe 11 weiterhin probieren. Weil der letzte Versuch war halt einfach so knapp, dass ich fest überzeugt davon bin, dass wir das schaffen können. Ich glaube, wir müssen hier erstmal ein bisschen vorrennen und uns... bisschen schneller um die ganzen Typen hier kümmern. Ich denke, das ist der Plan. Nee, du nicht. Ah, geh weg damit, geh weg damit, geh weg. Nein, lad auf. Ach man, das ist aber auch so schnell, dieses Zeug, ne? So wie schnell der diese Kreise hier hinzaubert. Das ist schon ein bisschen hässlich. Oh, natürlich. Nein, geht doch weg. So, die sind tot. Ich glaube, einer unten lebt noch. Aber wir kommen von der Seite nicht runter, ne? Nee. Irgendwie nicht. Gut, dann müssen wir rennen. So, mein Freund. Jetzt bist du dran. Sehr schön. Dann haben wir das. Lavageschosse sind leider vorbei, aber das lässt sich jetzt... Kettenblitz war das Ding, wo wir nicht wirklich ausweichen konnten, ne? Jetzt kommt diese Überladungsscheiße wieder. Da müssen wir aufpassen. Aber ich glaube, wir konnten mit dieser Lebensentzugsfähigkeit, mit verzerrendem Feuer, konnten wir das letzte Mal, glaube ich, unterbrechen, ne? Das heißt, wenn der jetzt irgendwas Krasses macht, Kettenblitz, ja, kriege ich ihn unterbrochen mit, das ist cool. Blitzschlag ist die Scheiße. Ach, shit. Ah, Kettenblitz sollten wir vielleicht eventuell immer unterbrechen, weil da können wir halt absolut nicht ausweichen. Der Überladungsding hier, das ist eigentlich relativ easy. Da mache ich mir nicht so die Sorgen. Der Kettenblitz ist halt hässlich. Ach, shit. Ich dachte, der macht irgendwas. Nein. Nein. Jetzt bin ich zu sehr auf Angriff gegangen. Das war doof. Unterbrich. Ah, Mann. Ich habe aber auch ein Pech. Wieder verkackt. Naja, okay. Ich lerne noch dazu. Nein, 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 nein. Wir müssen auf jeden Fall hier unten bleiben, weil oben ist eine Sackgasse. Das ist scheiße. Da müssen wir direkt an dem vorbei. So. Während der das macht, können wir den ja leider nicht treffen. Jetzt haben wir es hingekriegt. Also eigentlich geht's. Eigentlich ist er nicht so schwer. Man darf sich bloß nicht so doof anstellen. So, jetzt müsste wieder Kettenblitz kommen, genau. Zack. Okay, perfekt. So funktioniert's doch. Blitzschlag einfach nur rennen. Überladung ausweichen, Kettenblitz unterbrechen. Hä? Der ist einfach stehen geblieben. Habt ihr das gesehen? Weiß nicht, warum er das getan hat. Mach, 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 mach. Keine Ahnung, warum der da gerade einfach stehen geblieben ist, aber ich konnte nicht weiter ausweichen. Ja, jetzt kommt diese Überladungskacke wieder. Aber es passt eigentlich perfekt auch mit der Abklingzeit von unserem verzerrenden Feuer, dass wir immer schön
den Kettenblitz von ihm interrupten können. Also perfekt. Ja, ich glaube, jetzt können wir eh nichts machen, genau. Ich glaube, diesmal kriegen wir ihn. Ich würde eigentlich auch ganz gerne mal mit der Asche-Detonation mal kurz einfrieren. Aber da müssen wir halt sehr nah ran und ich weiß nicht, ob der noch irgendwelche Nahkampffähigkeiten macht. Deswegen möchte ich das nicht unbedingt riskieren jetzt, weil es gerade eigentlich ganz gut läuft. Dann hätten wir es vielleicht sogar, na gut, auf der 12 war echt schwierig. Die Sache ist, die ersten Angriffe von ihm, also den Kettenblitz und Co., den können wir halt nicht unterbrechen, weil wir müssen uns da einfach... Nein, ich war doof. Weil wir müssen uns ja erstmal um die anderen Gegner kümmern. Und ich auf der 12 hatte uns ja mit einem so einem Kettenblitz so gut wie tot gemacht. Also ist die 11 schon ganz okay. Mach. War zu spät. Weil wir vorhin zu spät waren, hat jetzt die Abklingzeit nicht mehr hingehauen. Nein! Nein, 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 nein. Nicht jetzt hier kurz vorm Ende. Mann, die ganze Zeit läuft's gut. Und dann verkackt man's einmal. Und jetzt wird die Abklingzeit wieder. Doch, jetzt haut sie hin. Perfekt. Und los, drauf, drauf, drauf. Ah, nee, ich kann's nicht riskieren. Ich kann's nicht riskieren. Jetzt aber. Ach, come on. Ah, wir haben's geschafft. Geil, freu mich. Und da gibt es hier nur ein so ein lila Ding, was schlechter ist als unser jetziges. Das ist ja nett. Also er hat es schon in sich. Ja, wie bei fast allen stärkeren Gegnern im Spiel, man muss halt einfach nur die Taktik rausfinden. Da gehören halt ein paar Tode dazu. Aber dann kriegt man es eigentlich immer ganz gut geregelt. Sehr schön. Dann können wir gleich mal wieder auf die 12 umstellen. Ja gut, wir haben auf Weltstufe 11 gespielt. Da ist klar, dass wir nicht den besten Loot kriegen. Zumindest nichts, was besser ist als das, was wir aktuell besitzen. Das ist halt so. Das sieht wie eine Zeit ohne Anomaliestürme aus. Als es den Packs gut ging. Als es auf Enoch ein Gleichgewicht gab. Haben sie es geschafft, die Anomalie zu stoppen? Oder zeigt das die Zeit vor dem Sturm? Aber sie konnten die Anomalie nur kurzzeitig in Schach halten, bis diese alle Packs ausgelöscht hat. Wie sie uns auslöschen wird, wenn wir scheitern. Und über unser Schicksal wird niemand lesen. Tja, so ist das nun mal. Okay, ich habe genug von der Geschichtsforschung. Jetzt ist wieder Überlebenskampf angesagt. Da bin ich auf jeden Fall auch dafür. War eine ganz schön lange Mission und tatsächlich auch sehr, sehr schwierig. Aber damit haben wir hier auch alles abgeschlossen. So, wir hängen hier hinten rum. Hier ist nichts weiter. Dann machen wir erstmal zum Lager zurück. Denn ich glaube, wir müssen langsam mal wieder verkaufen. Und ich habe mich dazu entschlossen, dass wir doch noch alle Nebenmissionen machen. Ja, ich weiß, ich habe mich schon dreimal umentschieden. Ich war da so ein bisschen hin und her gerissen, weil es mich halt auch angenervt hat, dass das irgendwie alles nicht so richtig hinhaut von der Spielerseite aus. Nicht Spieler, von der Spielseite aus. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, wir machen das aber. Ich will am Ende, dass hier alles komplett clean ist auf der Karte. Und hier nicht irgendwie... das Let's Play beenden und am Ende haben wir hier 3-4 Missionen nicht gesehen. Das ist nicht meins. So, Bailey. Jetzt haben wir nämlich die gute Bailey hier. Und mit der können wir nämlich handeln. Und die haben wir jetzt halt immer im Camp, deswegen ist das ziemlich geil. Wir gucken natürlich vorher nochmal ins Inventar. Wir haben hier Bonuswaffenstärke, Schaden auf kurze Distanz. Ein verzehrendes Feuer drauf. Maxleben... Was ist da unten, wenn du von Verbrennung betroffene Gegner tötest, erhöht sich deine Röhre? Ah, brauche ich nicht. Mit jeder Fähigkeitsnutzung fügst du Gegnern, die von Verbrennung betroffen sind, zusätzlich. Ah, wir haben halt viel mit Verbrennung, ist aber auch auf Max-Leben, das ist auf Anomaliekraft. Nee, möchte ich alles nicht. Ich gehe aktuell erstmal auf die Waffenstärke. Das sieht ganz gut aus. Wir haben hier Lavageschosse, Fähigkeit ist für ein weiteres Magazin und den Schadensabsorbierer.
Kritische Schüsse. Bonuswaffenstärke, Schaden auf lange Distanz. Ja, das Ding sieht ganz gut aus. Das beides ist Quatsch. So, jetzt müssen wir mal schauen. Auf welchem Rüstungsteil haben wir es drauf? Hier haben wir das drauf. Das heißt, wir haben jetzt da schon das. Das heißt, den Schadensabsorbierer machen wir hier drauf. Genau, und dann müssen wir die Lavageschosse hier auf die Hose machen. So, nochmal kurz zu merken. Entschuldigung, aber das müssen wir halt natürlich auch immer mal ab und zu machen. Wir wollen hier einmal den Schadensabsorbierer drauf auf das Neue. Und auf die Hose ein weiteres Magazin Lavageschosse. So, wo ist der gute Doc, komm her, wir müssen hier mal ein bisschen was verändern. Ja, dann haben wir aus einem Max-Leben-Teil wieder einen Waffenstärken-Teil gemacht. Das ist doch auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Wo haben wir es? Das Ding ist es. Genau. Wir haben gesagt, wir wollen hier den Schadensabsorbierer drauf haben. Jetzt habe ich mir natürlich wieder absolut nicht das Bild gemerkt. Ich glaube, es war irgendwie sowas Lilanes hier. Durch das Magazin doppelt so heiß. Hier haben wir es. Schadenabsorbierer. Geht drauf. Und auf unsere aktuelle Hose, wo wir unsere Hosen noch nicht durchgeguckt haben. Das war eigentlich ein bisschen doof. Hier ist nur eine Max-Leben-Hose dabei. Bonus Waffenstärke, aber kein Skill, den wir brauchen. Max-Leben. Die ist schlechter, das war unsere Schuhe, waren unsere Schuhe davor. Okay, gut. Dann passt das erstmal. Ich glaube, wir haben es nicht komplett zerlegt. Manchmal hängt das so ein bisschen im Spiel. Dann gib mir mal die Hose. Und zwar haben wir jetzt hier verzehrendes Feuer drauf. Achso, nee, ich hab's noch nicht ausgerüstet. Moment. Hier haben wir jetzt verzehrendes Feuer drauf. Genau. Das heißt, auf die Hose wollten wir das weitere Magazin machen. Haben wir's? Wir haben's. Sehr schön. Dann können wir das schnell umändern und haben wieder ein besseres Rüstung. Oh. Hä? Nee, ja, ich bin gerade verwirrt. So, wir zerlegen jetzt erstmal. Jetzt haben wir alles. Wir haben hier die Lavageschosse Schadensabsorbierer. Wir haben hier das neue Magazin. Genau, das haut alles hin. Jetzt haut alles hin. Ja, doppelläufige Waffen und Co. Ich hau das jetzt erstmal alles weg. Wir brauchen das nicht. Wir fahren eigentlich ganz gut gerade aktuell. Dann können wir den Rest verkaufen und dann geht's auch weiter. Aber ich mag das immer nicht ganz so lange aufheben. Und dann am Ende ist alles vollgemüllt und landet alles noch in der Truhe und das ist immer alles ein bisschen Mist. Deswegen machen wir das ab und zu mal, um hier Ordnung zu halten. Schrott natürlich. Wir packen mal die eine grausame Waffe hier wieder weg. Können mal gucken, was hatten die drauf? Singularität. Ja, ist prinzipiell kein schlechter Skill, ist auf meinen aktuellen Waffen zwar nicht mehr drauf. Das ist halt eh die Frage, wenn ich jetzt hier eine zerlege, wo habe ich denn die andere? Die hier war es, glaube ich. Die ultimative Schadensverkettung ist halt ein mega geiler Skill. Aber die habe ich doch, dürfte ich doch mit dem Charakter noch nicht haben. Lasst uns mal kurz gucken. Schaltet man die Skills für alle Charaktere frei? Wir haben ja hier jetzt nur die normale Schadensverkettung drauf. Ach Mist. Die ist gesperrt. Aber nee, haben wir nicht. Das wäre jetzt halt die Frage. Wenn ich mir jetzt aus der Truhe einen Gegenstand nehme, den ich mit meinem anderen Charakter gespielt habe und hier zerlege, müsste ich es ja dann auch hier effektiv haben, ne? Eigentlich schon. Ja, ist ein bisschen schade. Jetzt ist die hier gesperrt. Ja, die ultimative wäre natürlich geiler. Wir könnten sie jetzt auch mit drauf kriegen, wenn wir die andere Waffe zerlegen. Haben wir hier noch gar nichts? Gar nichts gemacht? Okay, naja gut. Ist egal, wir leveln die jetzt erstmal hoch. Ich mag die Waffe zurzeit und dann ist halt aktuell erstmal nur die normale Schadensverkettung drauf. Was soll's. So, lasst uns mal zur guten Jenna gehen. Wir reisen jetzt nochmal eine Runde zurück. Wir sind hier, können jetzt ins unbekannte Gebiet.
Und wir nähern uns so langsam auch dem Ende. Wir haben jetzt hier wieder eine Mission beim Tor Historiker. Ich glaube, das war die, die wir nicht machen konnten. Aktive Mission. Historiker, Historiker, Historiker und ein schlechter Tag. Ich glaube, die haben wir aber auch schon gemacht, ein schlechter Tag. Es ist schon noch eine ganze Menge offen. Trenchtown müssen wir ja dann prinzipiell erstmal nur abgeben. Ruf der Natur. Ach komm, wir gehen einfach mal in den Deadrock Pass. Dass wir das alles hier mal noch abschließen. Auf jeden Fall geil, wir haben ein neues Rüstungsteil. Unsere Waffe ist auch auf der aktuellsten Stufe. Damit haben wir jetzt aktuell eine Waffenstärke von 17.000. Und wir können hier mal gucken. Wir sind im Lager. Gesucht Holzkopf und hier unten ist noch was gesperrt. Ich dachte, wir waren hier auch schon und ich wusste nicht, wie wir hier rüberkommen. Wir gucken mal, ob wir hier eine Schnellreise machen können zum Holzkopf. Schnellreisepunkt ist hier vorne. Müssten wir doch hier rüberkommen. Ach stimmt, das war das mit dem Holzfäller. Ich glaube, wir waren hier schon. Und dann hat aber die Mission gebuggt, dass wir den Holzfäller nicht finden konnten. Na, das wird interessant. Wir probieren das jetzt nochmal. Da war das was anderes, ich weiß es nicht mehr. Es ist echt schwer zu merken. Aber wir probieren es mal. So, mach mal die Quest aktiv. Oh, hier kamen direkt Gegner, glaube ich, gerade. Halte das Ziel aus. Wo seid ihr denn? Da sind sie. Ach Gott. Das ist sehr niedlich. Ist er das schon? Nee. Nicht der Holzkopf. Wäre eine ziemlich kurze Quest gewesen. Und wieder neue Muni. Wir haben einfach gar keine Chance mehr gegen uns. Das sogar... jetzt sterben wir fast. Ich sollte sowas nicht mehr sagen. Nee, aber das sogar auf Feldstufe 12. Klar, der Schaden wird mehr. Man muss halt aufpassen, dass man immer gut am Healen ist. Aber rein von dem Schaden, den man selber verteilt, ist das ja wirklich Kindergarten hier. Wo hängt ihr rum? Dement kam man natürlich raus. Ach, keine Scharfschützen bitte. Mag ich nicht. Ja, es ärgert mich jetzt ein bisschen mit der Schadensverkettung. Habe ich natürlich nicht dran gedacht, dass das vielleicht geht. Aber ich wusste auch nicht, dass man mit der Truhe charakterübergreifend, also seine Items halt rüberschieben kann. Ich dachte, das ist immer pro Charakter. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch eine bessere Waffe, wo man dann die ultimative draufhauen. Gibt halt noch so geile Stufe 3 Skills. So Schattenkomet und lauter so eine Späße, die halt echt ordentlich Schaden reinhämmern. Auch wenn ich den Schattenkomet nicht mehr spiele auf meinem Hauptcharakter. Aus diversen Gründen, das kann ich später mal alles erläutern. Aber so jetzt aktuell für uns wäre das natürlich mega, mega geil. Ach, das war's doch schon. Gar nicht mitbekommen, dass wir den ausgeschalten haben, ne? Wahnsinn. Okay, cool. Na, da passt es ganz gut mit der Folgenlänge. Wir haben hier noch ein Drüchen. Mit blauen Loot, vielen Dank. Dachte, sowas gibt's auf Weltstufe 12 gar nicht mehr. Da hinten ist noch ein bisschen Eisen. Nehmen wir uns noch mit, dann verpassen wir dem Typen Headshot. Machen hier an der Stelle erstmal ein Folgenende. Und gucken dann mal mit den restlichen Missionen, dass wir da noch ein paar abarbeiten und dann wieder, noch eine Truhe. Und dann wieder mit der Story natürlich weitermachen. Alles nur blaue Loot. Man darf an sich auch nicht vergessen, prinzipiell ist blaue Loot auch gar nicht so schlecht. Ich lasse mich jetzt mal eingeblendet, weil die Sequenz kennen wir alle schon tausendmal. Aus dem einfachen Grund, man kann es ja auch noch auf lila hochleveln. Und dann kriegt man auch zwei Skills drauf.
Ich habe halt am Anfang echt den Fehler gemacht und habe halt alles, was blau war, immer sofort verkauft. Aber an sich ist es gar nicht so dumm, da auch mal drüber zu gucken. So, ja, dann haben wir es geschafft. Dann machen wir hier an der Stelle Schluss. Noch eine Kiste. Wahnsinn. Die müssen wir uns natürlich noch holen. Da laufen sie. Ja, da machen wir an der Stelle hier erstmal Schluss. Ich reiß bloß noch fix wieder zum Lager zurück, dass wir dann nächste Folge im Lager starten. Da haben wir jetzt die Mission abgeschlossen mit dem Schamanenkrieger, der echt heftigst war. Und wir haben noch eine Nebenmission erledigt. Ich habe halt keine Ahnung, wie wir hier rüberkommen. Ich muss nochmal gucken, wie wir das am besten machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.